üppig beleibt, barbusig, burlesk. Friedemann Henschels Figuren sind alles andere als zierliche, sich zierende Damen. Seit 1988 wohnt und arbeitet der Künstler im Dörfchen Panschenhagen zwischen Warenmüritz und Teterow. Der kleine Künstlerhof, genannt Töpfergut, hat es als Kunst- und Kulturtipp schon in so manche Tourismusflyer, Zeitungen und Magazine geschafft. Vor allem aufgrund der hier zu betrachtenden, extravaganten, figürlichen Darstellungen. Das jedoch ist natürlich nicht Friedemann Henschels alleiniger Broterwerb. Getöpfertes Geschirr in Kleinstserien sorgt für den Grundumsatz und bereichert die kreative Detailarbeit an den Figuren um etwas meditativere Handgriffe auf der Töpferscheibe. Ja, es hängt auch so ein bisschen so mit der Auftragslage zusammen. Manchmal gibt es Leute, die bestellen sich eben ein Essgeschirr oder ein Teegeschirr, ne? Aber für die Figuren brauche ich einfach ein bisschen mehr Ruhe, ne? Und je nachdem, wie der Tag so kommt. Überall, wo ich gehe und gucke, hat man das immer im Hinterkopf und die Ideen sind einfach da. Und manche trägt man längere Zeit vor sich hin und während des sozusagen Prozesses, also während der Arbeit, verändert sich das dann irgendwie auch, weil das ganz einfach technisch manche Sachen schwierig herzustellen. Ein Ton ist ein weiches Material und es ergibt sich einfach eben. Ne? Es gibt eine Idee oder viele Ideen und die werden dann Stück für Stück einfach, sie werden oder werden nicht. Wann Friedemann Henschel das erste Mal die wohlproportionierte Walküre als Motiv für sich entdeckte, weiß er selbst nicht mehr zu sagen. Freizügig, etwas grotesk, für zartbeseitete Gemüter auf den ersten Blick vielleicht sogar obszön. Nicht jeder Besucher erkennt auf Anhieb Humor und Ironie, die sich in der Darstellung verstecken. Hier werden Nacktheit und Sexualität in Szene gesetzt und auf die Spitze getrieben, bis es wieder unverfänglich, fast schon wieder niedlich wirkt. Ein fantasievoller Umgang mit dem Verpönten. Erotische Darstellungen mit einem steten Augenzwinkern. Das ist wohl so. Das trifft das im Grunde genommen. Das ist Erotik, so ein bisschen, also die Ideen kommen aus der Antike, wenn man sich vorstellt, was es dort schon an Erotik gab. Ne? Also da gab es eine Leder, die es mit einem Schwan treibt in Europa, mit einem Stier. Und das greife ich manchmal so ein bisschen auf und drehe es auch so ein bisschen um. Es ist aber nicht unbedingt vordergründig. Ne? Also es soll nun nicht in Pornografie irgendwie abgleiten. Es ist Erotik mit einem Augenzwinkern. Das trifft das eigentlich ganz gut. Die neueste Kreation aus Ton trägt den kapitalen Titel Ambitionierte, charismatische, homophobe Fischereiministerin Fräulein Hecht. Wobei der Name auf dem Spiel mit Phrasen aus Zeitungsartikeln gründet, das Motiv hingegen auf eine zweite Leidenschaft des Künstlers zurückgeht. Friedemann Henschel ist nicht nur begnadeter Töpfer, sondern auch fanatischer Angler. Wer über das eine oder auch über das andere mit dem Künstler einmal ins Gespräch kommen möchte, findet die perfekte Gelegenheit am Pfingstwochenende. Kunstoffen heißt es dann wieder in ganz MV und natürlich auch in Panschenhagen. Die Leute kommen in der Regel in Scharen, weil das Interesse ist doch sehr, sehr groß, bin ich immer wieder erstaunt. Ein extra Programm habe ich nicht. Also die Leute können sich gerne draußen mit mir an den Tisch setzen. Ich werde wieder wie in jedem Jahr ein paar Heringe räuchern und das gibt ein bisschen Wein und dann unterhält man sich und spricht miteinander. Ne? Und das ist in der Regel immer ganz lustig. Manche Leute bleiben ein bisschen länger, manche gucken nur kurz und gehen auch wieder. Und in der Regel ist es aber eigentlich immer ein ganz schönes Wochenende für alle, hoffe ich. Fräulein Hecht und ihr Reitfisch werden bis dahin noch einige Stunden bei ca. 1200 Grad im Ofen schmoren und danach ein bis zwei Tage abkühlen müssen. Platz finden sollen sie zu Pfingsten im Figurengarten des Töpferguts. Dort warten viele andere, rundlich geformte, mal mehr, mal weniger bekleidete Walküren, um den Betrachter entweder in ihren Bann zu ziehen oder ihn pikiert und naserümpfend vom Hof zu treiben. Letzteres, so der Künstler, sei jedoch die große Ausnahme.